Hallo allerseits, hier ist mal wieder der Stricky nach langer Sommerpause. Man gönnt sich ja sonst nichts. Heute wollte ich nochmal hineinschauen in Armored Warfare. Und wir fahren heute den Merkava 2D. Schöne Kiste, hier im Dunkeln kann man den besonders gut zeigen. Wobei ich Nachtkarten generell mag, muss ich auch sagen. Ist mal eine schöne Abwechslung. Man kann auch irgendwie das Licht anmachen. Okay, das war die falsche Taste. So, wir spielen natürlich PvE gegen Bots, was mittlerweile ein bisschen mehr herausfordernder geworden ist. Man verliert sogar das ab und an mal ein PvE-Gefecht, beziehungsweise lebt ab in diesem Gefecht. Was ich aber auch ganz gut finde, jetzt suche ich erstmal hier so eine Nebenmission. Das ist hier irgend so ein Kartellhubschrauber, den muss ich dekartellisieren. Weiß ich, keine Ahnung. Ich schieße mal daneben. Oh, spontan durchgefahren. Ist natürlich sehr clever, dass jetzt gerade für dieses Video eine Nachtmission gekommen ist. Naja. Merkava ist ein schöner israelischer Panzer. So, die Karte hier hat auch Hügel, Felskanten noch und nöcher. Da muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht... Oh, oh Gott, die stehen so kompakt hier. Wenn die alle auf mich schießen gleichzeitig, da war es das für mich. Ich kann auch hier nicht so bergab schießen, wie ich das gerne möchte. Oh nein. Der Merkava hat ein Magazin. Zwei. Ach ja, und eine Kugel habe ich ja vorhin schon verschwendet. Na, fahren wir erstmal ein Stück. Jetzt hat er mich. Hat er mich angeschossen, dieser Böse? Na gut, den jagen wir jetzt mal und versuchen. Ja, eine brauchen wir noch. So. Ach, schon wieder ein Ziel. Also man sieht, man hat hier nicht wirklich Ruhe. Das war manchmal in den alten PvE-Missionen so, da hat man ewig gewartet. Dann kam mal zwei, die hat man sofort weggeschossen. Hier sieht das schon ein bisschen anders aus. So. Ach, der war schon... So, hier muss doch noch so ein Hubschrauber sein. Genau hier, in dieser Richtung. Aber es ist dunkel. Oh, und da kommt auch noch ein gefährlicher Kartellpanzer. Ah, ganz kurz warten noch. 2, 1. Weg damit. Da steht schon der nächste. Kundschaft wird umgehend beliefert. Och, ich habe hier ein was ist denn das? Lex? Oh, toll. Das ist natürlich sehr toll. Man freut sich hier, dass man überhaupt mal spontan in ein Gefecht gekommen ist. Und dann gibt's... Ja. Das ist nicht das erste Mal heute, deswegen ich versuche schon mehrfach das Video aufzunehmen. Tja, das ist dann aber ein bisschen sinnlos hier mit diesem Ping. Ping bei 404. Frag mich, wie so ein leerer Server so ein Ping erzeugen kann, keine Ahnung. Hm.
So, den haben wir erstmal auseinandergenommen. Meine Kette ist auch wieder repariert. So, da muss noch ein Kartellhubschrauber sein. Ach, hier in diese Richtung. Na klar, Ziel identifiziert. Ignoriere ich jetzt mal kurz. Der muss hier dahinter stehen, der letzte Hubschrauber. Ja, genau. Oh. So, Nebenmission haben wir erfüllt. Wenn ich auch doppelt so viele Kugeln gebraucht habe, wie ich gerne gebraucht hätte. Oh, er ist spät. Ein Wiesel. Schauen wir uns doch mal das Wiesel an. Schöner kleiner Panzer. Hier um die Ecke. Na. Frechheit, da einfach so Felsen einzubauen. Begleitpanzer 57 ist, glaube ich, ein österreichisches Fabrikat ursprünglich. Was ist denn eigentlich mit meiner Munition hier? Die Ladeanzeige stimmt doch nicht, die Bohne. Aber stört mich auch nicht. Da. Schon mysteriös hier. Überraschung, der hat uns... Nein! Oh, von Hingen! Haben wir ihn effektvoll besucht. Na gut, der ging nicht durch. Der ging durch. Leo 2. Da sieht man, da steht, über diesen Leo 2 steht... Erstklassig. Die sind dann, das sind ein bisschen gewieftere Bots, beziehungsweise mehr gepanzert. Oder schießen mehr, treffen mehr. Manche Bots feuern ja nur durch die Gegend und machen nichts. So, nochmal hier in den Turm reinräuchern, jawohl. Diese Mission spiele ich auf Medium. Also Schwierigkeitsgrad Medium. Ganz stark wollte ich jetzt nun auch nicht. Da hätte ich wahrscheinlich 20 Video oder 20 Aufnahmen gebraucht, um mal ein bisschen vernünftig auszusehen. Der ist natürlich nicht durchgegangen, super. Aber leicht wollte ich jetzt auch nicht machen, weil ich finde es, wie ich es am Anfang schon sagte, gar nicht so schlecht, dass da ein bisschen Pep mal reingekommen ist hier. Denn das, auch wenn es schön ist, wenn man immer gewinnt, aber es ist langweilig. So, schön durch die Bodenplatte. Also wir haben jetzt die dritte Zone, die wir verteidigen müssen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf die Mission so geachtet, weil sich die auch immer ähneln. Ist halt eine Base, die muss man eine gewisse Weile beschützen. Dann wechselt das 2, 3, 4 Mal die Base. Da kommen immer wieder Bot-Gegner. Und ja, dann hat man immer noch so Nebenaufgaben, ob das nun jetzt wie heute die Kartell-Hubschrauber sind. Oder manchmal sind es auch Kartell-LKWs oder was weiß ich. Oh, geht doch ganz gut hier. Ganz überrascht hier, das läuft ganz gut für mich hier. Aber ich muss auch zugeben, ich mag diesen Merkava doch. Ob ich da was erreiche, wenn ich hier drauf schieße? Ja, tatsächlich. Da kommt einer, dort kommt einer. Hier und... Oh! Durch die Container durch! Oh, hier, der guckt mich auch an. Ein Sheridan. Fand ich ja recht lustig, dass sie den Sheridan in World of Tanks mittlerweile auch eingefügt haben, als Light, 10er Light. Soll jetzt keine Wertung sein, ich fand nur die Tatsache lustig. Bei WoT gefällt er mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. So, jetzt kommt wieder so ein bisschen
der Abspann, nenne ich es immer. Aber ob man den braucht oder nicht, keine Ahnung. Kostet eigentlich auch nur Zeit und Ressourcen. So, Sieg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, der Stricky.